Herzlich willkommen zu meinem neuen Film Spurensuche Straßenbahn. Diesmal Mönchengladbach. Von der Straßenbahn ist hier nichts mehr zu sehen, da sie in den 70er Jahren abgerissen worden sind. Spuren findet man nur noch in der Innenstadt und außerhalb. Wir gehen nun in den Außenbereich, in die Nähe vom Wasserturm. Mein Startpunkt ist jetzt die Viersandamer Straße. Die Linie, die damals hier verkehrte, muss von der Straße hinten über die Kreuzung geradeaus gewesen sein. Ich möchte jetzt nicht die gesamte Straße entlang gehen, um jeden Punkt zu kontrollieren. Aber hier habe ich auf der Viersandamer Straße viel mehr Anhaltspunkte gefunden. Und die möchte ich jetzt gerne so ein bisschen dokumentieren. Ich versuche jetzt nicht jedes Haus hier zu beleuchten, aber mehrere Punkte anzuzeigen. Vielleicht gibt es bei euch in eurer Stadt auch mal eine Straßenbahn hervor und vielleicht gibt es dort auch Anhaltspunkte. Macht doch auch mal ein Video darüber. Die Straßenbahn ist eigentlich ein sauberes Mittel. Es hinterlässt kein CO2 und ist verkehrsfreundlich. Auch hier ein Haken. Und auf der anderen Seite das Gegenstück, eine Lamellendose. Ich wurde mal gefragt, warum man diese Lamellendose mit den Verzierungen drum machte. Nun, wenn man ein altes Gebäude hat, so möchte man es doch nicht verschandelt haben. Und so eine Verzierung, das gibt so ein bisschen, naja, dem Gebäude nicht die Verschandelung durch dieses Metallding. Auch hier. Also über der gegenliegenden Seite ist leider kein Haken mehr. Das Gebäude ist noch ziemlich neu aus den 80er, gehe ich von mal aus. Jetzt komme ich in einen etwas interessanteren Bereich, weil dort wesentlich mehr Anhaltspunkte zu finden sind. Wir haben auch an dem grauen Haus eine schön große Lamellendose mit einer Verzierung drum. Ja, Mönchengladbach war auch eine straßenbahnreiche Gegend. Ich kann natürlich jetzt nicht sagen, wie viele Linien dort verkehrten und wie dicht das Netz ausgebaut war. Aber interessant ist es schon zu sehen, dass, naja, es früher wesentlich umweltfreundlicher war. Ihr habt ja das Bild vom Hauptbahnhof gesehen, diese ganzen Bushaltestellen mit den Bussen. Ich habe im Bahnhof selber noch Fotos gesehen, vielleicht mache ich davon welche, wie es früher mal da ausgesehen hat. Es ist immer ein bisschen schwierig, die Kamera zu bedienen, da alles so ein bisschen empfindlich eingestellt ist. Auch an dem pinken Haus kann ich schlecht sagen, ziemlich braunen Haus, hellbraunen Haus, auch eine Lamellendose. An das Gegenüber kann man nicht sehen. Es kann sein, dass es vielleicht mal ein Mast war, der das Drahtgestänge aufgefangen hat. Wäre für Mönchengladbach eine Straßenbahn gut? Ja, warum nicht? Ich meine, man könnte auf der Talachse
Die sogenannte Strecke von Reit bis nach, ja, zum Hauptbahnhof könnte man locker wieder mit einer Straßenbahn ausrüsten. Weil, naja, der Taktverkehr ist dort sehr gut. Also, ich bin so früher viel nach Reit runtergefahren zu einem Freund. Und naja, der Bus hat auch damals 45 Minuten gebraucht und eine Straßenbahn beschleunigt wesentlich schneller. So. Jetzt bin ich am neuen Wasserturm und gehe weiter durch. Im gelben Haus haben wir eine Lamellendose, wie man sieht. Ja, ich habe am Wasserturm auch zwei Haken, aber die sind sehr hoch. Davon gehe ich mal aus, dass es eher eine Halterung für eine Beleuchtung war. Da gehen wir weiter. Auch hier oben in dem Gebäude findet ihr eine Lamellendose. Die ganze Straße selber ist reichlich davon zu finden. Was typisch sind diese Betonmäste, die mit nichts angehängt rumstehen. Das sind so typische, ja, auch Halterungen von Straßenbahnen gewesen. Der Haken da oben dürfte jedoch mehr für die hängenden Straßenlaternen gewesen sein. Beziehungsweise vielleicht, dass hier irgendwie so eine Netzspannung mal dran war. Das heißt, es gibt da halt manchen Orten, wo denn die Stromzufuhr in die Leitung kommt. Oder so eine Abschaltsicherung. So. Aber ich denke mal, das wissen die Straßenbahnfreunde selber, was das ist. So, jetzt habe ich hier noch an dem Eckgebäude mit dem schönen Erkerchen. Da habe ich auch noch mal eine Netzlamellendose. Solche kleinen Balkons gefallen mir sehr gerne mit diesen, naja. Wenn das jetzt nicht unbedingt auf der Straße wäre, Richtung Garten, finde ich natürlich was toll. Ah, ein Friedhof. Naja, okay. Ihr seht selber, am roten Haus haben wir eine Lamellendose. Am Gebäude hier oben ein Haken. Natürlich sind auch hier Häuser viel renoviert worden und dadurch sind Spuren beseitigt worden. Ein Haken und gegenüber eine Lamellendose. Ja, jetzt muss man sich nur vorstellen, dass früher hier gleich mal reichlich Schienenverkehr war.
An dem braunen Gebäude haben wir ein deutliches Lamellendose. Und hier oben sind über mir eine Lamellendose. Das Suchen nach Spuren ist wie eine Schnitzeljagd für mich. Jetzt bin ich hier auf einer Brücke in der Nähe einer Straße, wo ich den Namen jetzt momentan nicht weiß. Ein Augenblick. Ist leider nicht ausgeschildert. Jetzt müsste ich Google Maps aufrufen, um das genau nachzuschauen. Ja, da wo der Bus jetzt herfährt, das muss man sich jetzt nur vorstellen in Form von Schienen und einer Tram. Ach ja, ein guter Freund wohnt ja auch hier in der Nähe. Wenn du das Video gerade siehst, einen schönen Gruß. Haben wir auch eine Lamellendose. Das Gebäude gegenüber ist ziemlich neu. Das dürfte eigentlich keinerlei Informationen haben. Also gehen wir weiter. Jupp, da habe ich sogar noch mehr. Ein kleines Schätzchen habe ich dran. Eieiei. Ja. Na? Was haben wir da? Eine Lamellendose mit einem Stück der Oberleitung, die mal dran hing. Sehr schlecht demontiert. Also, die haben es halt schnell abgeschnitten. Na, was sagt ihr dazu? Das ist doch ein schönes Bild. Sowas findet man sehr, sehr selten. Es gibt auch in Wuppertal noch ein oder zwei Stellen, wo noch Kabelreste dran hängen. Voilà. Hier an dem Gebäude haben wir direkt zwei Lamellendosen. Jetzt natürlich die Frage, woher fuhr die Bahn? Fuhr die jetzt diese Straße entlang? Oder fuhr sie da runter? Ich nehme mal den alten Weg, weil ja bekannt ist, dass früher die Straßenbahnen noch innerhalb der Stadt verkehrten. Schauen wir mal nach. Wenn nicht, dann korrigiere ich das gleich. Jawohl. Katholisches Krankenhaus Marie hilft. Da hängt auch noch eine Lamellendose. Also war die Linie Richtung Innenstadt über diese Straße hier. Ja, ich habe richtig geraten. Auch hier haben wir eine Lamellendose. Man sieht sie. Jetzt natürlich die Straßenbahn hier hinten abgezweigt ist. Man kennt es ja bei manchen Städten, dass die dann halt anderen Linienweg nehmen, aber wie gesagt, ich habe leider keine Videos dazu gefunden. Es gibt also keine brauchbaren Informationen.
Wenn jedoch jemand zufällig zu Hause auf eine Super 8 Kamera oder vielleicht schon überspielt auf eine VHS oder die anderen Kameragrößen, dann sollte es doch einfach mal veröffentlichen. Ihr könnt gerne das Link von meinem YouTube nehmen und das verknüpfen. Ich würde mich darüber sehr freuen. So, jetzt bin ich hier an der Kreuzung Aachener Straße, Sandradstraße. Jetzt kann ich natürlich nicht sagen, ob auf dieser Kreuzung auch eine Straßenbahn gekreuzt hat. Ich glaube, ich mache mal ein paar Meter weiter runter einen Blick, ob ich hier auch noch Spuren finde. Dann gehen wir die Aachener Straße mal kurz runter. Und was sage ich? Volltreffer. Auf der Aachener Straße habe ich auch noch ein paar Schätzchen gefunden. Jawohl, hier auch noch eine Lamellendose. Gegenüber das Gebäude haben wir auch noch eine Lamellendose. Also haben wir hier auch eine Kreuzung der Straßenbahn. Oder ist es so, dass hier halt mal die Straßenbahn gekreuzt hat? Ich muss leider manchmal den Film ein bisschen unterbrechen, weil gewisse Leute es nicht wollen, dass man ihnen das Gesicht filmt. Ist ja klar. Ja, aber ich würde mich jetzt interessieren, welche Linie fuhr hier hoch oder runter? Ob es jetzt eine Abbiegung vom Hauptbahnhof war oder ob es eine andere Linie ist gewesen? Ja. So. Den ganzen Weg werde ich natürlich jetzt nicht runtergehen, weil mein Hauptziel ist ja zurück der Hauptbahnhof. So, da haben wir noch am grauen Gebäude eine Lamellendose hier stehen. Bei den anderen Gebäuden sind schon renoviert worden, wenn überhaupt eine Verankerung dran war. Man sieht, jawohl, an dem Gebäude haben wir auch noch mal eine Lamellendose. Also gehe ich mal von hier aus, aus der unteren Ebene hier eine Straßenbahn raufgefahren ist, beziehungsweise eine Straßenbahn runtergefahren ist. Ob es nun zweigleisig war oder eingleisig, kann ich nicht sagen. So, ab diesen Abschnitt gehe ich wieder mal zurück. Ich will den Film ja auch nicht 3 Stunden lang machen. Also gehen wir wieder hoch und der Sandradstraße entlang. So, wir sind wieder oben. Jetzt gehe ich den Buslinienweg entlang, wo ich hergekommen bin. Auch in früheren Zeiten, wo ich hierher gelaufen bin, habe ich dort Spuren gesehen. Aha, und wir haben auch nochmal hier eine Lamellendose. Ja. Und sehr neugierige Gäste, die aus dem Fenster gucken. Aber ich will die ja nicht aufnehmen. Ja, also kam vom Hauptbahnhof hier eine Straßenbahn rauf bzw. runter. Auch hier oben finden wir noch einen Haken, aber mache ich jetzt keine Vergrößerung an dem an der Wasser hier vom Regenrinne, das Ding. Eine schöne Straße ist das hier, wenn man so betrachtet beim Sonnenuntergang. Man kommt sich vor, als wenn man jetzt irgendwo in einem Italien wäre
Man läuft runter zum Hafen. Ja, aber es gibt auch so schöne Eckchen hier in Mönchengladbach. Eine schöne Kirche. Hier oben gefällt es mir sehr gerne, weil wenn man die Pflasterung sich anschaut, ja, haben sich viel Mühe gegeben, den ganzen Ort hier zu restaurieren. Aber zur damaligen Zeit war hier viel mehr los. Also gehe ich mal von Kopfpflasterstein aus, engen Bürgersteigen und öffentlicher Verkehr, Bus und Bahn. Jetzt bin ich ungefähr noch ca. 700 Meter bis zum Bahnhof entfernt. An dem alten grünen Gebäude habe ich auch noch welche kleinen Dinger gefunden. Ich habe jedoch an dem neuen Gebäude auch was gefunden. Jetzt kann ich natürlich nicht sagen, ob das Gebäude mal renoviert worden ist. Also es sieht so aus, dass die Informationen drin drüber, dass doch auch hier an dem Gebäude noch Befestigungen waren. Allerdings sind es keine Haken, sondern mehr so wie Maueranker. Also ich kenne das Begriff nur für den Maueranker halt, ne? So, und hier vorne ist noch auch ein Maueranker. Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass hier dann Samstag früh viel Betrieb war. Ich meine, noch bis in den 80er Jahren hatten wir ja Geschäftsöffnungszeiten bis maximal 13 Uhr. Und dann wurden in den Städten die Bürgersteige hochgeklappt. Also nicht wie jetzt, Samstag bis 20 Uhr, 22 Uhr. Oder auch Sonntagsöffnung, das gab es damals nicht. Generell hatten wir damals Öffnungszeiten die gesamte Woche nur bis 18.30 Uhr und Samstag nur bis 13 Uhr. Das hat aber im Grunde Ganzen ja ausgereicht. Und einmal im Monat gab es den langen Samstag. Der ging nur bis 14 Uhr. Später haben sie das Ganze verlängert auf 16 Uhr. Und na dann war dann halt der Samstag genau wie alle anderen Werktage dann bis 20 Uhr. Lustig fand ich ja den langen Donnerstag bis 22 Uhr. So, wir sind jetzt in den Einkaufspassagen hier. Hier gibt es C&A.
P und C. Ich glaube auch einen Saturn gibt es hier. Also, hier kann man fleißig sein Geld loswerden. Aber wir haben auch hier, wie ihr seht, eine Lamellendose gefunden. Ihr seht, also hier gab es auch so, wie gesagt, hier war auch eins mal eine Oberleitung am Hängen. Da oben ist eine Art Maueranker, aber kann ich nicht vorstellen, dass da mal was dran hing. Es könnte auch sein, dass da früher vielleicht mal ein Werbeschild hing. Wir haben zum Beispiel bei uns in Oberbarmen, da steht drauf Fotopost. Nee, Foto Jansen. Und das Unternehmen schon fast 15 Jahre nicht mehr existent. Aber das Ding leuchtet immer noch, wie gesagt, abends da. Naja, oder besser gesagt, man sieht es. So. Oberhalb ist noch ein Haken, das könnte aber eher was für die Beleuchtung sein. Diese früheren Neonleuchten. Also hier ist jetzt nichts mitzufinden. Die Gebäude sind alle relativ frisch renoviert in den letzten 10 Jahren. Ich mache mal eben Pause. Schau beim nächsten Bereich rein. Also mehr als einen Maueranker habe ich hier unterhalb nicht gefunden. Ich gehe mal weiter runter die Straße. Man muss ihnen ja das lassen. Sie haben die Straße in den letzten Jahrzehnten wirklich schön hergerichtet. Breite Fußgängerwege, viele Geschäfte. Aber ich habe trotzdem immer noch ein Faible für die Fachgeschäfte, die sie damals in den 80er Jahren hatten. Ich meine, da gab es einen Hertie, da gab es einen Kaufhof, da gab es eine Kaufhalle, da gab es einen Bilka. Und dann gab es dann halt die Fachgeschäfte für Fernseher und Fachgeschäfte für Computer. Damals halt der Commodore C64, ja, da gab es einen Wuppertal, und zwar am Fischertal. HiFi Studio 9 nannte er sich. Der ist noch existent, aber umgezogen. Und die Fachrichtung ist eher mehr TV und HiFi. So, jetzt bin ich hier aus der Einkaufspassage raus. Wenn ich jetzt weiter durchgehe, komme ich in Richtung Bahnhof. Da sind halt viele Leute, will ich nicht alle auf Video bannen. Ich bin jetzt auf der Kreuzung Mühlburgstraße und hier runter kam die Straßenbahn. Jetzt ist natürlich die Frage, an dem Gebäude habe ich oben 2 Maueranker gefunden. Und weiter unterhalb sehe ich auch noch eine. Es ist schon interessant zu wissen, welche Linienwege es hier am Hauptbahnhof gab. Gab es hier eine Bahn, die noch in dem Bereich runterfuhr? Oder jetzt auf direktem Weg zum Hauptbahnhof? Schauen wir uns mal den direkten Weg hin.
So direkt sehe ich keine Spuren mehr. Also hier muss alles wohl schon entfernt worden sein. Doch, da oberhalb nur eine. Unter Frischfritten haben wir noch eine gefunden. Ich kann mir das nur vorstellen, dass hier der Hauptbahnhof sozusagen eine Art, naja, Sammelstelle war für verschiedene Linien, die sich dann aufgeteilt haben in ganz Mönchengladbach. Das gibt es auch in Düsseldorf heute noch am Hauptbahnhof. So, jetzt muss man sich das nur vorstellen, dass das alles mal nicht so war, dass hier halt ein reger Verkehr von Schienenfahrzeugen und Busse war und dass die ganze Bebauung komplett anders war. Ich weiß, dass man noch, wenn man jetzt die Straße weiter runter geht oder untere Bus runterfährt, dass dort auch noch ein Spuren von Straßenbahnen zu finden sind, also Haken und Lamellendosen. Aber ich denke mal, wir haben jetzt 10 nach 8 und ich habe halt mal diese Stadt als abgeschlossen angesehen, weil ich will keine 4-Stunden-Film machen. So, wer Interesse hat, der schaue doch mal selbst bei sich in der Stadt rum. Google mal ein bisschen ins Internet und wenn er irgendwelche Informationen findet, macht doch auch mal ein Video. Vielleicht kriegt ihr es ein bisschen besser hin als bei mir, weil mit dem Sprechen ist nicht so mein Thema. Ich bin kein Moderator. Also, einen schönen Tag noch und viel Spaß beim Forschen. Noch ein kleiner Nachtrag hier zu den Bildern im Hauptbahnhof. Das war das Mönchengladbach von früher. Und ihr seht, hier haben wir auch den Nachweis der Straßenbahnen. Es ist ein sehr reger Verkehr gewesen, man sieht es. Die alten schönen Käfer. Der Wasserturm. Oberleitungen. Ja, auch hier nochmal die Oberleitungen. Sind aber links relativ sehr alt. Und da, wo wir vorhin entlang gelaufen waren, mit der Kirche, da ist die Bahn. Die Linie 10 Windberg mit der Linie 9 bin ich vorhin hingefahren, aber ihr seht, alles Zeitzeugen. So, das war's.